What's going on right now? Servus alle, grüßt euch, hier ist der Olli von Holiday Tours. Meine Gesichtsmaske kann ich runternehmen, denn es steht hier keiner außenrum. Von daher pass, wo auf der Welt ist Olli heute? Heute sind wir nochmal in Washington D.C. und ich habe jemanden, den will ich euch vorstellen. Die werdet ihr in Kürze kennenlernen, die Christina. Aber ganz kurz, wir stehen hier vor dem Zaun beim Kapitol. Da drüben, da ist ein Soldier, ne? Hey, have a safe day, man. Thank you. There we go. Haben wir gesagt, have a safe day. Wahnsinn, was sich hier getan hat. Jetzt kommt die Christina ins Bild. Achtung. Macht's ganz gut und viel Spaß bei dieser tollen Tour. Auch noch Kamerafrau. Ja, hallo. Ich bin Christina von Washington Behind the Scenes. Meine erste Tour seit einem Jahr. Ich ziehe die Maske jetzt auch aus und werde sie anziehen, wenn wir unter Menschen kommen, was aber, glaube ich, hier nicht sein wird. Und ja, wie Olli schon gesagt hat, ich freue mich sehr, ihn heute hier in der amerikanischen Hauptstadt zu begrüßen. Und wie wir sehen, dieser Zaun, den ihr hier seht, der 2 Meter hohe mit Stacheldraht oben, den haben wir hier seit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Der ist normalerweise nicht hier, wird auch gerade viel diskutiert, weil er natürlich den Einheimischen, Touristen gibt es ja im Moment hier leider nicht, den Zugang zum Kapitol versperrt. Aber er ist natürlich aus Sicherheitsgründen notwendig und wir wissen nicht, wie lange er bleibt. Aber ja, damit müssen wir, mit dieser Sicherheit müssen wir in Washington leben. Wahnsinn, im Moment. Oder? Was sich hier getan hat, Christina. Was sich hier getan hat, ja. Und jetzt hier die Mall. Wow, jetzt weht hier natürlich der Wind. Ein bisschen krass, ne? Ja. So, und dann machen wir uns hier vor und schauen, dass wir den Wind ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, heute kriegt man das ganz gut hin. Wenn ihr ganz kurz geradeaus vorschaut, da seht ihr wieder den Obelisken. Der sieht ja wahnsinnig aus, gell? Das ist das Washington Monument, gell? Washington Monument zu Ehren des ersten Präsidenten. Und ja, hier auf der Mall, der Olli hat es euch gerade schon gezeigt, ist natürlich, sieht es heute ganz anders aus, als es hier normalerweise noch vor einem Jahr ausgesehen hat. Also Touristen, Leute, die hier arbeiten. Wir haben die ganzen Museen, rechts von mir hier die National Gallery, alles ist geschlossen. Die großen Museen, für die Washington berühmt ist, weil sie ja größtenteils umsonst sind. Das heißt, man kann einfach reingehen und keinen Eintritt bezahlen. Aber im Moment sind wir hier auch im Soft Lockdown, also Restaurants und Geschäfte haben offen. Aber die Museen und kulturelle Einrichtungen und auch vieles andere in der Stadt ist geschlossen. Und vor allem, darf die meisten Leute hier in Washington im Homeoffice arbeiten, es ist halt menschenleer. Du, in New York City sind es, vor allem in Manhattan, so 1,6 Millionen Menschen, die jeden Tag nach New York City commuten. Wie schaut das aus mit Washington D.C.? Wie viele Washington Menschen? D.C. selber hat ja 760.000 Einwohner, ist ja eine relativ kleine Hauptstadt, aber es commuten ungefähr dieselbe Anzahl, also 700.000 Menschen in einem normalen Tag, in die ganzen Behörden, die hier links und rechts sind, in die ganzen Offices. Und diese ganzen Menschen fallen jetzt zu 80% weg, weil ich glaube, nur 20% sind überhaupt im Office. Die meisten sind zu Hause und arbeiten von zu Hause, alle Government-Arbeiter. Dazu fallen die ganzen Kongresse hier weg, die Touristen. Und es ist halt wirklich menschenleer. Wow. Hey Christina, schau mal da vorne. Da ist ein kleiner VW Käfer, siehst du das? Wow, das sieht man ja hier super selten. Hat der nicht ein Würzburger Hofbräuschild dran? Ja, lass schauen. Lass mal kurz schauen. Das erste Auto meiner Mutter, also so alt ist der schon. Also der hat wirklich ein Würzburger Hofbräu Aufkleber drauf. Ihr wisst ja, ich habe Würzburger Hofbräu Bier getrunken vor 2 Tagen. Und jetzt fährt hier das Würzburger Hofbräu Auto. Das war, glaube ich, sogar beim Film Wonder Woman dabei. Schaut euch das an. Oh mein Gott, es ist sogar der Charide. Ihr erinnert euch an ihn. Das war der junge Mann, der gestern mit auf Tour war. Hey, how are you? Was für ein cooles Auto. Aber ich glaube, du kannst hier nicht parken. Nee, da kommt er, der nette Mann. Der Kasper hier. Wow. Und er parkt ganz kurz. Den lassen wir hier weiterfahren. Er lässt uns rübergehen. Schaut euch das Auto an in New York. Hey, servus! Hallo. Du, sag mal, Holiday Tours? Ja? Ich hab gedacht, das gibt's nur in New York. Na, Holiday Tours gibt's in New York und hier gibt's New York Behind the Scenes, ne? Mit Washington Behind the Scenes. Washington Behind the Scenes. Grüß Gott, cooles Auto. Right. Schön, dass du durchgefahren bist. Wir machen uns weiter. Wir zeigen noch mal ganz kurz auch dein Nummernschild.
Also Würzburger Hofbräu da. Viele liebe Grüße nach Würzburg an all die, die zuschauen. Ihr habt es vielleicht auf Radio Gong gehört. Und der gute Sherride freut sich jetzt, dass er seine Frau vom Flughafen abholen darf. Achtung, Auto. Und da haben wir nochmal was ganz Besonderes. Das Nummernschild. Würzburg, schaut euch an. Würzburg VW 1971. Wenn ihr das Auto seht, wenn ihr mal nach Washington DC kommt, dann haltet mir das Auto an. Sagt einen lieben Gruß an den Sherride. Und das Auto war ja bei Wonder Woman drauf. 3 Sekunden hat es reingeschafft. Heute ist es noch länger dabei und die Wonder Woman haben wir dabei. Von daher sagen wir, hey, servus Sherride, mach's ganz gut. Genau, Chocolate City. Dann mach's ganz gut. Viele liebe Grüße an die Anja und pass auf, jetzt kann's losfahren. Der Bus kommt von hinten. Okay. Mach's gut, tschüss. Mei, das war eine tolle Überraschung. Hast du den Sherride gekannt? Nein. Nein? Aber ich weiß, dass ihr, glaube ich, familiäre Beziehungen habt. Wir haben familiäre Beziehungen genau. Und der Sherride ist ja mittlerweile ein ganz bekannter Holiday Tours, Contributor mit seinem VW, der hier durch Washington DC fährt. Wahnsinnssache. So, dann machen wir uns hier weiter vor. Auf jetzt geht's. Sind wir weiter auf dem Mall. Ich will hier mal kurz, so dass ich ins Bild komme. Aber ist alles okay? Also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, also wir haben links und rechts von der National Mall, das ist eigentlich Amerikas Laufsteg. Der verbindet das Kapitol mit dem Lincoln Memorial, da war Olli gestern. Das seht ihr ganz im Hintergrund, in der Mitte der Obelisk. Ich weiß nicht, ob du weißt, ich war ja heute früh joggen. Ne? Ja, du bist hier 16 Kilometer, meine Sonnenaufgangs-Jogging-Runde. Ja, und ich wusste bis heute früh noch nicht, 170 Meter hoch ist der Obelisk. Genau, und das ist eigentlich hier auch eine ganz beliebte Jogging-Strecke. Also wenn in normalen Zeiten, wenn viel mehr Leute in den Offices wären, auch Touristen hier wären, wäre hier auch viel mehr los. Die Leute würden biken, die Leute würden mit den Scootern rumfahren, die Leute würden hier auch joggen, wie Olli heute Morgen. Aber da aber hier jetzt alles ist zu los. Ist und es ist menschenleer, ist ein Hammer. Es ist eine ganz komische Stimmung eigentlich seit der Pandemie. Wir können nur hoffen, dass es irgendwie besser wird. Hoffentlich sehr bald. Oh ja. Ganz kurz, Christina, viele Leute schicken uns Kommentare und Daumen hoch. Von Matthias habe ich es gerade gesehen. Aber all die Kommentare schicken, wir sehen das leider nicht jetzt direkt. Wir werden uns das natürlich nachher anschauen. Ja. Und wir haben das auch bei dir auf der Seite Washington-behind-the-scenes. Haben wir das auch cross-gepostet. Von daher schauen wir mal, ne, wie und wann die Christina dann weiter euch ein bisschen was von Washington DC zeigt. Super, was haben wir da drüben? Hier haben wir die National Gallery. Das ist eines der größten Kunstmuseen der Stadt. Auch natürlich zu. Kostet normalerweise auch keinen Eintritt, also jeder kann einfach auch nur für eine Stunde mal reinschauen. Das berühmteste Kunstwerk dort ist ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Das ist das einzige Gemälde, was es auf dem ganzen Kontinent gibt von ihm hier, also ein ganz besonderer Schatz. Und das Gute ist, dass in Washington, da wir so viele Museen haben, dass es hier nie lange Lines gibt. Also nicht wie im Louvre in Paris, wo man zur Mona Lisa irgendwie 3 Stunden ansteht, kann man hier einfach reingehen und sich das angucken. Wow, wäre da jetzt normalerweise ein bisschen eine Schlange davor? Vielleicht ein bisschen, aber trotz allem, dadurch, dass Washington so viel zu bieten hat, ist es nie so voll. Also, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal hier in den Süden schauen, da hat man ja das Lincoln Memorial ganz weit in der Ferne, das Washington Monument. Und dann haben wir hier vor uns der große Kran und die großen Bauarbeiten, Construction Work. Das ist das größte Museum in Washington. Das ist das National Air and Space Museum. Oh ja. Also da geht es um Raumfahrt, da geht es um die Fliegerei. Das ist auch das beliebteste. Also jeder, der nach Washington kommt und sich ein bisschen für Fliegerei oder das interessiert, geht da eigentlich rein. Cool. Und da ist die Apollo-Kapsel und ganz tolle Guides, die einem das Museum zeigen, 3D-Kinos. Also ist immer ein Besuch wert, ist jetzt gerade ein Teil sowieso gesperrt wegen einem Neubau, aber wäre sowieso auch zu. Ja. Wir wissen auch noch gar nicht, wann das alles aufmacht. Also da erinnere ich mich, da war ich mit meinem Papa damals drin. Ne? Und an der Stelle viele liebe Grüße ins Krankenhaus und an all die von euch, die irgendwo, denen es nicht so gut geht gerade, Kopf hoch und ihr kriegt es hin. Ne?
So, dann machen wir uns weiter. Da vorne liegt ein Schneemann am Boden. Den lassen wir aber liegen. Wir hatten ja hier bis quasi letzte Woche richtig kalte, also eigentlich bis gestern, richtig kalte Temperaturen. Und die National Mall ist eigentlich normalerweise so, sind hier viele Leute, die dann auch Schneeballschlachten machen. Also wo die Washingtonians nutzen das auch wirklich als ihren persönlichen Park. Das ist nicht nur für Touristen, die sich hier die Präsidentendenkmäler oder die Museen anschauen, sondern wirklich auch, hier wird Ball gespielt, Baseball, Frisbee, Fußball wird auch immer beliebter, also Soccer. Und eben auch, hier wird mit Kindern, hier werden Spiele gespielt, gepicknickt in normalen Zeiten. Also jetzt ist es natürlich auch zu kalt, aber das ist ein ganz beliebter Ausflugsort. Wow, wir gehen jetzt hier runter. Wie viele Menschen hast du vorhin gesagt, leben in Washington D.C.? 760.000. Okay, 760.000. Mit Tendenz steigend vor der Pandemie. Yeah. Jetzt ist natürlich so der Trend, das hört man so von Freunden, die Häuser makeln oder so, dass viele Leute jetzt sagen, mein Gott, ich arbeite von zu Hause, dann ziehe ich raus, weil da kann ich mehr Haus fürs Geld leisten. Genau. Und der Trend ist ja überall ähnlich. Also, ja, das haben wir ja genauso in Washington D.C., in New York City, gell? Genau. Da drüben hat es ein paar Bilder an dieser Wand. Sind das Bilder, die man hier dann auch ausgestellt sehen kann? Das sind im Prinzip Bilder, die man normalerweise im Museum sehen würde, ganz nett. Also French Paintings, die großen Meister, Degas, die amerikanischen Klassiker. Ja. Aber das finde ich ganz nett, dass sie es zumindest draußen dran getan haben, damit die Leute ein bisschen was sehen können. Ja, das sind sogar die Niagara-Fälle. Sind das Niagara-Fälle? Das weiß ich nicht. Mir fällt jetzt der amerikanische Künstler nicht ein. Das könnten sie aber sein, das ist einer der großen amerikanischen naturalistischen Künstler. Okay, leider wow. Ist mir der Name entfallen, aber... Na super. Die Busse, die hier fahren, die Circulator? Ja, die Circulator sind die berühmten Busse, die die Mall verbinden mit anderen Stadtteilen. Okay. Die kosten nur $1. Ja. Und da kann man einsteigen und dann an verschiedenen Stationen wieder aussteigen. Okay, super. Das verbindet quasi... Ja, ich war gestern in Old Town Alexandria zum Joggen. Old Town Alexandria wird dadurch jetzt nicht unbedingt verbunden, oder? Oder Old Town Alexandria würde dadurch nicht verbunden werden? Ja. Old Town ist zu weit weg. Water Taxi. Das ist wirklich nur Water Taxi oder normales Taxi. Ja. Aber das hat man halt hier gemacht, um auch den Touristen oder den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich schnell an der Mall zu bewegen. Und zum Beispiel nach Georgetown zu kommen, wo es keine U-Bahn gibt. Das ist ein ganz beliebter Stadtteil hier. Oh ja, mit vielen kleinen Geschäften. Und der älteste Stadtteil von Washington, den gab es halt, bevor es Washington kommt gab. Genau. Washington selber ist ja eine am Reißbrett im Prinzip entworfene Stadt. Auto. Yeah. Oh, wir sind eigentlich bei Rot, aber das ist so leer. Na, bei Rot. Wir rennen hier bei Rot über die Ampel, auch nicht schlecht. Passt schon, da ist keine Ampel, so oder? Wo ist denn Rot? Ich sehe nichts. 1791 wurde Washington gegründet und natürlich benannt nach dem ersten Präsidenten und auch dem General, der damals den Krieg gegen die Engländer für die Amerikaner, die neu gegründete Republik, dann gewonnen hat. Und daraus ist diese Stadt hier eigentlich Sumpfland. Wurde dann am Reißbrett geplant von Pierre Lafont, einem Franzosen, der die Stadt auch sehr französisch geplant, also nach europäischen Hauptstädten geplant hat. Also wir haben große Straßen, breite Alleen. Ja, ich meine, das merkt man ja. Die breiten Straßen, damit ich Manhattan spaziere, würde jetzt keine Sonne scheinen. Da fällt fast keine Sonne rein. Und das Schachbrettmuster in New York kennst du ja. Ich glaube, deine Tochter hat lange Zeit in New York gelebt. Da haben wir es ja ganz einfach mit den Avenues und den Straßen. Wie ist es hier? Hat man hier Avenues? Hat man Namen? Also wir haben Avenues, die nach den Staaten benannt sind, also Pennsylvania Avenue, wo wir gleich drauf zulaufen. Die Hauptstraße, die das Kapitol mit dem Weißen Haus hier verbindet. Okay. Und dann hat man auch ganz normale Streets. Und es ist Washington D.C. ist in vier Teile geteilt. Und was ganz wichtig ist, dass es jede Straße, dass man immer schaut, welche Buchstaben hinter dem Straßennamen stehen. Zum Beispiel Southwest SW, Northwest NW, weil es gibt vier Quadrate. Ja. Und diese Straße kann es in jedem Quadranten und dieselbe Hausnummer auch geben. Sodass man also wirklich aufpassen muss. Als ich hierher gezogen bin, habe ich teilweise vor Häusern gestanden und gesagt, wieso, das ist Miller Street 64. Habe aber nicht hinten auf die beiden Buchstaben geschaut. Okay. Und mich dann vertan. Ja, hier vor uns jetzt
Hier vor uns wunderbare Fahrräder. So. Rentiert sich das, die Fahrräder auszuleihen? Ich weiß. Ja. Rentiert sich das, Fahrräder auszuleihen? Also wir sind hier, es gibt ja ganz viele Anbieter, wie ich denke, in Deutschland mittlerweile auch. Ja, New York haben wir City Bikes. Viele machen das hier und radeln. Also normalerweise im Sommer oder im Frühjahr ist es herrlich hier entlang zu radeln. Genau, und aber die Fahrräder waren jetzt nicht das Wichtige, sondern wir haben hier die National Archives von Amerika. Also die hier, vielleicht haben einige von euch das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage gesehen, National Treasure im Amerikanischen. Viele denken, oh mein Gott, der Film spielt ja da, was er nicht tut, aber es geht um eine wichtige Urkunde, die dort liegt und die Nicolas Cage versucht zu rauben. Vielleicht weiß es jemand, dann schreibt es kurz in die Kommentare, welche Urkunde ihr denkt, dass hier drinnen ist. Weil wie gesagt, die Kommentare werden vielleicht an uns weitergeschickt. Ansonsten danke für die Likes. Und an der Stelle nochmal ganz kurz, liebe Leute, wenn euch gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns über buymeacoffee.com/holidaytours was durchschicken. Und die Christina freut sich dann nachher auch, denn da geht sie mit mir nachher noch ein Bier trinken, gell? Ein Bier nicht, oder, ich mag kein Bier. Aber ein Wein. Oder ein Wasser. Ein Wasser. Oder ihr macht es einfach über PayPal. Wer ganz lieb, die Links findet ihr in den Kommentaren. Und hier ist wieder die Christina. Erzähl. Also, ich weiß nicht, ob jetzt jemand schon das geschrieben hat. Also, in den National Archives liegen die drei wichtigsten Urkunden der Vereinigten Staaten, nämlich die Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung, dann natürlich die Constitution, das ist die Verfassung, und die Bill of Rights, quasi das Grundgesetz, auf dem Amerika gegründet ist. Die sind dort im Original gelagert, da stehen also normalerweise Menschenmassen an, um das zu sehen. Die liegen in Tresoren, die werden in den Boden versenkt nachts. Ja, ist das wirklich wahr? Weil ja, das also ich habe mal mit einem Aufseher dort gesprochen, der selber sagt, wir wissen nicht, was da passiert. Nachts werden die verschlossen, abgesenkt und kommen in einen nicht zerstörbaren Tresor. Also ich glaube, selbst ein Atomkrieg, Gott bewahre, würde diese Dokumente nicht zerstören. Archives of United States. Da ist natürlich noch viel mehr gelagert, also sämtliche Unterlagen, historische Karten, Bilder, Fotos, alles Mögliche. Aber ein wunderschönes Gebäude, wie vieles in Washington. Neoklassizistisch. Also man hat sich man sieht hier viel, also Besucher, die hierher kommen, sagen immer, oh mein Gott, es sieht aus wie in Europa. Ja. Von den Gebäuden, dem Marmor, dem Stil. Es ist alles neoklassizistisch und die Anleihen, die, als die Stadt gebaut wurde, hat man ganz klar nach Europa, nach Paris, nach Rom, nach London. Ja. Geschaut, um zu sagen, wir bauen in diesem Stil. Cool. Da. Jetzt kurze Frage, wie kommst du dazu, hier in Washington D.C. Tourguide zu sein? Angefangen. Erzähl. Also ganz eigentlich wie bei vielen, so wir sind hierher gezogen vor 10, fast 11 Jahren und ich war früher Journalistin in Deutschland und habe dann hier erstes Leben meiner Familie begleitet, meine Kinder hier, geschaut, dass meine Kinder hier zur Schule kommen und mit der Schule klarkommen, und habe dann immer wieder Freunden, die uns zahlreich hier besucht haben, die Stadt gezeigt. Und irgendwann haben Leute gesagt, Mensch, du machst das so toll, das solltest du irgendwie als Business machen. Und cool, dann Washington Behind the Scenes. Und an der Stelle schon ein Dank an den Olaf. Der Olaf, der hat uns gerade 9 Euro geschickt. Also Olaf, das ist nachher ein Bier für mich. Ein Bier kann ich auch nur trinken, aber hier zahlt man für ein Bier gut 9 Dollar. So ist das Leben. Danke für das Bier und schauen wir mal, ob es noch was super zum Essen und hier Essen hat eine, sehe ich gerade, also eine Zuschauerin hat es gewusst, die Unabhängigkeitserklärung, genau, das Dokument raubt Nicolas Cage. Und Christina ist mega sympathisch, so wie du, Olli. Also oh, danke schön. Vielen Dank. Ja, ihr seid die Besten. Tanja, Nicole, ne? Tanja, wenn du dann kommst, Fränkin. Die Christina hat natürlich einen fränkischen Mann aus einer Burgstadt, nicht aus Würzburg, sondern aus Nürnberg, genau. Berg. Gehen wir rüber auf die andere Seite, was ist das für ein Gebäude hier drüben? Auf der anderen Seite haben wir das Justizministerium, benannt nach Robert Kennedy, dem jüngeren Bruder von John F. Kennedy, der damals der Justizminister war, John F. Kennedy ermordet wurde. Und es ist heute ein sehr bewachtes Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir da rüber, ja? Ja, quer. Das ist das größte
Also das größte, eines der größten juristischen Einrichtungen in der Welt. Über 9000 Juristen arbeiten hier. Über 9000 Juristen? In allen möglichen Belangen. Und wow. Ja, also jetzt kommen wir gleich auf die Pennsylvania Avenue. Die Straße, die das Kapitol mit dem Weißen Haus verbindet. Genau, und da bin ich schon mit meiner First Lady entlang spaziert, ne, im Sommer. Und dann hast du es gemacht, wie es fast alle Präsidenten oder alle Präsidenten seit Jimmy Carter machen. Und die Catherine hatte High Heels an. Ja. Aber es war Sommer. Ich glaube, wann wird der Präsident... Gehen vielleicht hier durch? Ja. Ups. Also wann ist der Tag? Der Präsident wird ja... Ich gebe es dir noch mal ganz kurz. Der Präsident wird ja eingeschworen am 20. Januar. Also für etwas über 4 Wochen ist Joe Biden eingeschworen worden auf den Stufen des Kapitols. Und traditionell, es ist sehr kalt hier, es kann hier Minusgrade sein, es ist Winter, läuft der Präsident dann ein Stück auf dieser Straße, die wir hier vor uns sehen, der Pennsylvania Avenue, in sein neues Zuhause, ins Weiße Haus. Also das Weiße Haus wäre jetzt in dieser Richtung, wo wir jetzt, genau, wo wir jetzt quasi also hinlaufen. Jetzt hindeute, ist die Straße natürlich gesperrt, normalerweise sind ganz viele Zuschauer hier und wie gesagt, Jimmy Carter hat das 1977 als erster Präsident gemacht und ist ausgestiegen. Wahrscheinlich hat sein Security Service irgendwie gedacht, oh mein Gott. Aber seit dem Zeitpunkt ist es sehr beliebt, dass, oder machen das alle Präsidenten, dass sie hier aussteigen und diese Straße zumindest ein Stück entlanglaufen. Und für die Männer ist es meistens nicht so schlimm. Es ist Winter, die haben einen Anzug an und Mantel. Und einen Mantel. Und die Frauen aber, gut, haben auch einen Mantel an, aber oft halt Heels, also Pumps, High Heels. Ja. Sieht halt besser aus und oft sehr dünne oder keine Strümpfe. Und die laufen dann hier auf dieser Straße, wie gesagt, in ihr neues Zuhause. Und ja, so ist es halt, Olli meinte eben schon, es sieht aus wie ein Museum Washington D.C. Ja, es sieht aus wie eine Stadt, also, weil es ist so leer, was so ungewöhnlich ist. Ich meine, auf jeden Fall, es ist super leer und ja. Ich meine, schau mal da drüben. Ja, da haben wir das, genau, Hoover, auch ein anderes Edgar Hoover ganz Building. Prominentes Gebäude. Der Stil ist Brutalist. Nennt man das in der Art Architektur. Ja. Das ist das G. Edgar Hoover Gebäude, da sitzt das FBI. Das ist das Headquarter des quasi Inlandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten. Und die sollten da eigentlich schon lange wegziehen, weil ist der Platz viel zu wenig. Der Platz reicht nicht mehr für die also ist eigentlich nur für 7000 Leute ausgerichtet und viel, viel mehr sind, arbeiten dort. Safe day, guys. Und hi. Do you want to say hello to Germany? You can wave. Is that okay? All right, let's go. Warte mal, da stellen wir euch zwei Leute vor. Ne? Here, say hi to Germany. Have you ever been to Germany? Hey, if you ever want to go, Holiday Tours takes you there. All right. Hey, have a safe day, guys. Thank you. Dieser Smalltalk, das finde ich immer so nett. Ne? Ja, und das die Leute ist, sind hier so immer sehr Hammer. Sehr, egal, ob es die National Guard ist oder die Polizei, alle sind extrem nett. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht sehr viel voller geworden, es bleibt leer. Wir laufen jetzt an der Pennsylvania Avenue aufs Weiße Haus zu. Wie gesagt, hier werden normalerweise, die Straße wird auch oft gesperrt für Proteste. Oh. Also wenn es hier halt, Washington D.C. ist die politische Hauptstadt der Vereinigten Staaten, hier wird auch viel protestiert. Nicht aber jetzt, seit letztem Jahr. Aber jetzt, seit dem letzten großen Protest, seitdem der 5 Kilometer lange Zaun ums Kapitol geht, ja, war es sehr ruhig, gell? Jetzt es ist natürlich jetzt seit dem Aufstand im Kapitol, sind wir natürlich hier unter erhöhtesten Sicherheitsmaßnahmen und alles muss angemeldet werden und also nicht nur die Pandemie, Covid, sondern auch die letzten Wochen haben das natürlich, sind wir einfach immer noch in einer Sicherheitszone, sodass es sehr leer ist und wie gesagt auch ruhig. Und ich glaube, die Washingtonians sind ganz froh, dass es jetzt erstmal ruhig ist. Dass es also ein bisschen ruhig ist. Genau. Gehen wir einfach rüber, kommt kein Auto. Oh, da fahren zwei Leute mit dem Scooter. Ich habe die letzten Tage die Scooter überall in der Stadt gesehen. Die liegen einfach irgendwo rum. Ja, die sind, also die gehören ja hier wie in Deutschland, glaube ich, auch schon mehr zum Stadtbild. Ja. Also du kannst die dir leihen über eine App und kannst, also normalerweise würden wir jetzt hier ganz viele Leute sehen, die mit den Scootern und Fahrrädern rumfahren.
Und du stellst sie dann ab, wo es dir gefällt. Die werden dann eingesammelt und wieder aufgeladen. Okay. Und ja. Es ist echt interessant, ne? Man sieht auch hier, also wie gesagt, die Leute tragen Maske. Man trägt die Maske vor allem, wenn man Social Distancing, wenn das nicht möglich ist. Ja. Aber ja, eigentlich würden wir sie jetzt auch tragen, weil in der Stadt ist alles aus Sicherheits... Also man hat sich so dran gewöhnt, muss ich ehrlich sagen, dass ich sie auch immer anhabe. Wir machen es halt jetzt nicht, weil wir nur wir beide da sind. Ja. Und wir haben sie ja hier, ich habe sie hier am Arm. Genau. Wir ziehen sie dann an. Und aber wir sind 6 feet apart. Es ist niemand um uns rum, sodass es okay ist. Aber Washington ist sehr strikt mit der Policy und ist eigentlich auch so, dass sie wirklich, dass die Leute das sehr befolgen. So vor uns. Was haben wir da? Ja, der ehemalige Präsident? Genau, da haben wir Trump International. Das ist das Hotel, das früher ein wow. Post Office war. Sieht ja ganz toll aus, ein ganz tolles Gebäude, das auch abgerissen werden sollte. Wow. Als das Post Office hier ausgezogen ist, am Beginn des Ersten Weltkrieges. Danach kamen dann nur noch, waren dann nur noch Verwaltungsstellen hier drin. Aber das ist halt ein Traumgebäude, was man Gott sei Dank gerettet hat. Das eben jetzt ein Hotel ist und wir haben oben, das sehen wir gleich, einen Turm. Das ja, ist den Turm haben wir gestern gesehen, wo wir drüben beim Obelisken waren, beim Washington Monument. Genau, der Turm, den man hier oben sieht, ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera einfangen kann, das ist der Post Office Tower Turm. Der ist weiterhin zugänglich für die Öffentlichkeit, da kann man also hochfahren mit einem Aufzug und hat einen tollen Blick über die Stadt. Ähnlich wie vom Monument. Kostet das was, wenn man da hochfahren will? Weil es gehört im Park, gehört zum Park Service. Wow. Und das ist jetzt natürlich leider auch geschlossen und es gehört nicht zum Hotel. Und das Hotel ist auch nur gemietet. Also es ist ein historisches Gebäude, deshalb kann es niemand kaufen. Es gehört der Stadt. Okay. Wir haben hier, das war das dritthöchste Gebäude mal es ist immer noch das dritthöchste Gebäude in Washington, nach dem Monument und einer Basilika. Oh ja, die Basilika, ist die drüben in Georgetown im Berghoch? Nee, die ist weiter im Südwesten. Weiter im Südwesten, ja. Das ist eine der größten katholischen Basilika. Genau, durch Georgetown bin ich ja mit dem Auto gefahren. Da ist es auch, glaube ich, nicht weit weg, dass man zu dem Zoo kommt, dem Smithsonian Zoo. Ja, der Zoo ist ja auch umsonst. Der gehört auch zu den, witzigerweise, zu den Smithsonian Museen. Yeah. Das ist ein Museum für Tiere, wenn man so will. Und der war zwischenzeitlich wieder geöffnet, weil es ja alles draußen ist. Da bin ich aber jetzt nicht sicher, inwieweit der offen ist. Also, ja. Wir haben ja den Bronx Zoo, also der kostet fleißig Eintritt. Von daher rentiert es schon, anstatt zu viert in den Bronx Zoo zu gehen, nehmt das Geld, geht kostenlos Smithsonian Zoo in Washington D.C., bucht eine Tour mit der Christina und verbringt 2 Tage hier. Mit all den tollen Plätzen, die euch vielleicht die Christina die nächsten Wochen und Monate, vor allem Monate, zeigen wird. Und auch ich werde wieder zurückkommen. Was haben wir jetzt hier erzählt? Ja, hier haben wir jetzt Teile vom Ronald Reagan Building. Das hat verschiedene Departments. Und how are you? Yeah, yeah. Thank you. Thank you. You're the man. No, thank you. Oh, thank you. Thank you. Und also hier haben wir noch jetzt das alte, das Post Office, das was im Moment wirklich noch ein Post Office ist. Okay. Sieht nicht ganz so hübsch aus, ist aber dafür in Funktion. Und dann kommen wir zum Ronald Reagan Building. Okay. Das ist ein großes Kongresszentrum in Washington. Und da zeige ich euch gleich. Du, was mir passiert ist, als ich das erste Mal hier war, ja, ich hatte einen Kaffee getrunken und habe das in einen dieser blauen Mülleimer geschmissen. Also einen. Hey, thank you, man. Hey, say hello to Germany. You're live right now. What's your name? David. David. Hey, this is David. David, are you a Washingtonian? Yes, I am. How long have you been living in Washington? I've been living here for like 4 years. Vier Jahre hat in Washington lived, and you're happy? You love it? Oh, I love it. I mean, every day is something new. I just came from the White House. There's a manifestation going on, you know? People protesting for immigration rights. Oh! Every day is something new. Every day is something new. That's Washington. Yeah. Well, we might go there too, because we are green card holders from Germany. Maybe we want to get to be citizens. they're asking for permanent residency. Oh, da schau an. So might as well go do it. Perfect. Hey, thank you. You have a good day. Bye.
Ja, ich habe gerade gesagt, in die Mülleimer habe ich mal was reingeschmissen, ne? Als ich das erste Mal in New York war. Was keine Mülleimer sind, sondern in der Tat die Briefkästen. Das sind die Briefkästen, die hier blau sind, genau. Also, aber ich habe wirklich was reingeschmissen. An all die, die uns jetzt schon was durchgeschickt haben, vielen Dank. Hey Frauke, ich habe es gerade gesehen, ihr seid der Hammer. United States Postal Service. Und jetzt da vorne, das war das Reagan Building, gell? Genau, da haben wir jetzt das Ronald Reagan Building und da habe ich ja schon erzählt, das ist ein wahnsinniges Gebäude, eines der größten und teuersten, das es in den Vereinigten Staaten gibt, wo normalerweise Kongresse sind, Tagungen, auch viele Behörden. Und wow, da seht ihr gleich eine der gefürchtetsten, nee, die kommt gleich erst, Tiefgaragen von Washington. Christina, ich bin da reingefahren mit meinem, ich habe ja amerikanische Fahnen im Auto, ja, ne, die amerikanische, die Paul-Meyer-Fahne. Und da bin ich reingefahren, da habe ich wirklich gedacht, ich bin der Präsident. Die haben mein Auto kontrolliert, ich muss aussteigen. Genau. Dadurch, dass viele der Staatsbehörden dort drin sind, wie zum Beispiel Immigration, wird das Auto, wenn man reinfährt, eben wirklich mit Hunden auf Sprengstoff und Drogen durchsucht. Aber es ist nicht nur deshalb eine der gefürchteten Garagen, sondern einfach, weil sie so riesig ist. Und ich habe da mal geparkt und man hat zwar, ich habe nun kein gutes Orientierungsvermögen in general, dort geparkt und habe wirklich, die haben die Ebenen schon mit Bildern und Ländern sich wie in Disneyland. Genau, ausgeschildert, aber ich habe trotzdem irgendwann gedacht, bin ich jetzt bei Italien oder Griechenland gebraucht, um mein Auto zu finden. Also, ja, wir kommen immer näher auf das Haus zum Weißen Haus. Nur, dass ihr wisst, wie lange machen wir noch? Wir werden jetzt noch Richtung das Haus gehen. Also gut 15 Minuten. Zeigt mal euch noch ein bisschen was. Ich hoffe, es gefällt euch. Daumen und Likes, die gehen ja die ganze Zeit hoch. Die Kerstin, danke. 15 Euro kamen von dir rein. Du bist der Wahnsinn. Also ihr seid echt der Hammer. Vielen lieben Dank. Sowas, was ihr hier gibt's nur bei Holiday Tours. So, ja, da geht's rein in die Tiefgarage, Christina. Ja, gleich kommt's. Ich glaube, hier ist die Einfahrt. Wir wollen da parken, aber Gott sei Dank nicht. Und ja, hier seht ihr denn die Einfahrt. Okay, hinter dir wehen gerade zwei Fahnen. Ja, genau, da sieht man einmal die amerikanische auf Halbmast und daneben die, das ist die Fahne von Washington DC. Drei Sterne, zwei Streifen. Man vermutet, dass es genommen worden ist, der Coat of Arms. Das ist das Wappen der Familie George Washington. Okay. Die hat man in diese Fahne umgewandelt. Und ihr seht, die wehen auf Halbmast. Wegen der 500.000 Covid-Toten hat Präsident Biden das gestern angeordnet, dass alle Fahnen, ich glaube, für eine Woche auf Halbmast wehen. Und hier ist die Einfahrt zu diesem. Da wäre es in die Tiefgarage gegangen. No! Und hier haben wir einen ehemaligen berüchtigten Bürgermeister von Washington, Marion Barry. Hier verewigt wurde. Da hier sitzt der Bürgermeister, das ist sozusagen die Stadtverwaltung von Washington DC, das ist im Moment eine Frau, Mayor Muriel Bowser, die hat also da ihr Office und Und Washington DC nochmal, also Washington DC hat von der farbigen Bevölkerung immer noch eine Majority, also es leben hier mehr Farbige in Washington DC. Washington ist African American, also es ist glaube ich mittlerweile so, dass die also die südamerikanische Bevölkerung steigt, auch die asiatische, aber Amerika ist ja einfach bunt, sind viel Völkerstaat und Washington DC war historisch immer, immer mehr African American schwarz und mittlerweile können sich viele Schwarze die Stadt nicht mehr leisten und werden eher in die Vororte gedrängt, und sodass die Bevölkerung etwas ab... Ja, interessant, gell? Deshalb auch Chocolate City. Ja, so Chocolate City, was vorhin der Sherwood gesagt hat, das wäre jetzt wahrscheinlich rassistisch, wenn man das sagt. Ne? Weiß ich gar nicht. Also das ist selber, Ja, oder wie in Deutschland. Ich habe, als ich das letzte Mal noch drüben war, habe ich einen Negerkuss gegessen. Das kann man nicht mehr sagen. Also interessant. Da drüben kommt ein ganz tolles Hotel. Gehen wir hier noch über die Straße gegen den Wind. Ups, gleich hört der Wind auf. Wow. Sieht das nicht toll aus? Und wie leer diese Straßen sind, ist das nicht für dich auch was Besonderes? Ja, also die Stadt so zu sehen als wirklich menschenleer, wo normalerweise der Verkehr brummt, die Autos fahren, die Leute rumlaufen, das ist schon verrückt. Da haben wir vorne das tolle Hotel, der Olli hat es angesprochen,
Das Villa, das ist eines der ältesten Hotels der Stadt. Cool. Das ist heute ein Interconti. Ja. Yeah. Hat zum Beispiel vor 9 Jahren, 2011, hat Angela Merkel den höchsten zivilen Orden der Vereinigten Staaten bekommen. Das war die Medal of Freedom von damals Präsident Obama. Und hat dort mit damals gewohnt, weil es ist direkt neben dem Weißen Haus. Ja. Und damals noch mit Jogi Löw, der war Bundestrainer der ja. Nationalmannschaft. Der war Bundestrainer. Bundestrainer schon? Nee, es war nicht Jogi Löw, es war Klinsmann. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt die amerikanische Fußballnationalmannschaft trainiert. Hey, wenn jemand zuschaut, der den Jürgen Klinsmann kennt, ne, oder einen anderen Fußballer, dann schickt ihn zu uns, entweder zu Christina, wenn sie Washington DC Tour macht, oder zu Holiday Tours. Also, und, das hätte wieder aufkommen. Und dann war Gottschalk, glaube ich, noch dabei. Also es gab eine ganze Abordnung. Und das ist halt sehr beliebt bei Touristen oder ja. auch Leuten, die hier im Weißen Haus Business haben, weil es direkt neben dem Weißen Haus liegt. Ja, das sieht toll aus. Ich meine, da vorne war gerade einer von der National Guard. Da war ja so, dass die eine Zeit lang auch in Tiefgaragen gewohnt haben. Jetzt sind sie in Hotels untergebracht. Hotels, ja. Also man sind ja auch nicht mehr, es waren 25.000 hier, sind immer noch über 5.000 hier. Und die haben jetzt doch auch richtige Bleiben gefunden. Ja. Super, da weht es jetzt ein bisschen. Ne? Der Eingang sieht natürlich ganz toll aus, auch wenn da steht, this door is out of service. Wow. Cool. Die Gebäude sind auch unter Denkmalschutz, nehme ich mal an. Ja, hier ist fast alles historisch, was du in der Innenstadt siehst. Und wie gesagt, leider auch ziemlich leer, wobei die Hotels offen sind. Und cool. Nur leider also nicht. Also da oben hätte ich dann gern mal eine Suite. ja, da bringe ich die Catherine mit, nehme den Jochen mit und dann machen wir da wegen Halligalli. Jochen, gell? Ja. Super. So. Ja, jetzt kommen wir sind wir schon beim Weißen Haus. Also da seht ihr diese weißen Zelte. Da ist normalerweise der Eingang für Besucher. Also wenn wir jetzt einen Termin hätten als Besucher, man kann sich ja in normalen Zeiten das Weiße Haus anschauen. Also für Ausländer ist es sehr schwierig, weil wir quasi da keinen Abgeordneten haben, der uns den Zugang da ermöglichen würde. Amerikaner wenden sich einfach an ihren Kongressabgeordneten und können sich dann das Weiße Haus auch in privaten Touren anschauen. Im Moment natürlich nicht. Ja. Es ist alles zu, aber würden wir da jetzt reingehen durch die Sicherheitsschleuse und dahinter liegt es dann. Wir haben gleich noch einen bisschen besseren Blick. Cool. Aber was wir jetzt vor uns sehen, hier ist auch ein ganz interessantes Gebäude. Es ist das Treasury Building, also das Finanzministerium der Vereinigten Staaten. Da wird über die Geldpolitik entschieden und ist auch ein Riesengebäude, direkt neben dem Weißen Haus. Also man sieht, wie wichtig es ist. Und die ist übrigens auch auf dem 10-Dollar-Schein ist es hinten drauf. Und vorne ist Alexander Hamilton, der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten, der ja auch einer der Gründungsväter war. Genau, da war ich letztens beim Dueling Grounds, weil der war in Weehawken und hat sein letztes Duell gegen den Vice President Burr geschossen, 1804. Genau. Und da gibt es hier ein ganz prominentes Musical. Ich habe mit Olli da eben schon drüber gesprochen. Das war so die Musical-Sensation in USA, also vor allem in New York, wo es prämiert hat vor 6, 7 Jahren. Also ein Hip-Hop-Musical. Da geht es um die Gründung der Vereinigten Staaten mit ganz tollen Liedern. Und das heißt eben Hamilton, nach Alexander Hamilton. Und das ist, denke ich, bis jetzt das erfolgreichste Musical, was es je gab. Genau, und die Musical noch gelaufen sind, war ein Ticket in New York zwischen 800 und 1000 Dollar pro Person. Und da gab es noch teurere. Ich habe auch schon viele deutsche Freunde gehabt, die gesagt haben, ach, ich kaufe mir ein Ticket. Ich sagte, ja, good luck. Ja, Wahnsinn. Und das dann zu bekommen. Man hat gar keins bekommen. Also ich habe es hier in Washington gesehen, im Kennedy Center sind die getourt. Habe nicht ganz so viel bezahlt, aber auch noch genug. Wow. Und das ist ja auch ganz cool hier mit dieser Rhodes Tavern. Ja, das zeigt halt, was hier früher war. Ja. Ne, wahrscheinlich eine Taverne, Rhodes Tavern. Cool. Als die Stadt gegründet wurde. Wow, super. Und die Sonne ist heraus. Also gestern sind mir die Finger abgefroren, gell? Ja. Da hatte ich auch den Charite dabei. Heute habe ich die Christina dabei und mir ist heiß. Liegt es am Wetter? Wahrscheinlich nicht, ne? Sondern das
Liegt natürlich an der Christina. So, wer weiß, vielleicht gehen wir nachher noch eine Kleinigkeit essen, bevor ich mich wieder 4 Stunden zurückmache nach Northern New Jersey. Hast du eine Idee für ein cooles Lokal? Ja, hier kommt jetzt gleich der Old Abbott Grill. Oh. Das ist eines der ältesten Lokale in D.C. Das hat 1856 gegründet, immer noch in Betrieb. Ein ganz klassisches, hier sieht man schon rein, sehr, sehr clubby Atmosphäre mit dunklem Holz. Servus, grüßt euch, da bin ich und das ist die Christina gemeinsam. Da, cool. Ja, da kann man... Das hat auch immer noch offen. Da gehen viele Leute, die auch im Weißen Haus arbeiten, Staffer. Gehen da zum Essen. So, gehen da essen. Also cool. Hier ist ja, wir haben ja im Gegensatz zu euch, ist ja hier alles, Gott sei Dank, zumindest mit limitierter Bestuhlung. Also es ist, glaube ich, in DC. Auch bei 30% dürfen die Restaurants haben, aber... Nein, ist gerade krass, gell? Da denkt man natürlich an all die von euch, die jetzt zum Beispiel, glaube ich, Flensburg war es. Ihr dürft gar nicht raus, vor allem nach 9 Uhr nicht. Und ansonsten, liebe Leute, haltet es mir durch. Gell? Ich habe gestern auch wieder die Nachrichten gesehen, Tagesthemen gesehen, wie es so Kindern geht. Es ist der Hammer. Aber dementsprechend bringen wir euch positive Sachen. Und das sagt man ein ganz großes Dankeschön an Was ist los und an den Herbert und an all die, die das teilen auf andere Facebook-Seiten und liken. Hey, so macht ihr uns besser und so bringen wir euch New York und Washington nach Hause. Ja, und jetzt da gehen wir darüber, oder? Genau. Richtung Weißen Haus. Da gucken wir einmal noch. Das auch noch einmal rein. Da bin ich doch das letzte Mal durchgelaufen. Ja, das ist heute abgesperrt leider. Da würde man normalerweise dazwischen durchfahren können, also nicht fahren können. Für Autos ist es schon sehr lange gesperrt. Aber man könnte dort zu Fuß durchlaufen. Auch das ist mit einem Zaun jetzt aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Der soll aber auch irgendwann, wir hoffen bald, wegkommen. Also so, dass man es nur da hinten erahnen kann, das Weiße Haus. Und wir versuchen jetzt vielleicht noch ein bisschen besseren Blick von vorne zu bekommen. Einen Blick kriegt man auf das Weiße Haus. Und jetzt schauen wir mal, wo da diese Demonstration ist. Lässt er uns laufen? Ja, im Moment ist grün. Keiner hält sich hier an irgendwelche. Boah, das ist ja auch toll, gell? Wow, cool. Also dieser klassizistische Jugendstilgebäude hier. Es ist einfach schön, durch Washington zu laufen. Und was dir ja auch schon aufgefallen ist, du hast gesagt, in New York ist es nicht so sonnig, weil die Häuser viel, viel höher sind. Ja. Du hast diese gefürchteten Schluchten. Hier haben wir das nicht, weil es in Washington eine Baubegrenzung gibt. Mhm. Gebäude dürfen nicht höher sein als das Kapitol. Ja. Da gibt's hat mit der Breite der Straße zu tun, diese Verordnung. Sodass wir fast menschliche Höhen haben. Also für Amerika eher ungewöhnlich. Da hast du recht, Christina. Und eins fand ich heute früh geil, wo ich joggen war. Lass mal kurz auf die andere Seite gehen. Denn dieses Folger Lohmann Fleming Douglas Inc. Gebäude, das sieht super cool aus. Kommt ein Auto oder nicht? Also das wollte ich euch jetzt nur ganz kurz zeigen. Zum einen kommt da der Polizist auf dem Fahrrad. Da ist er. Ich finde es super toll hier drüben, wie man alt und neu miteinander verbunden hat. Richtig cool, oder? Ja. Also das fand ich heute früh ganz toll und habe mir da natürlich auch gleich ein Apartment gekauft. Dazu müsstest du sehr viel Geld ausgesehen haben. Ich würde es dir wünschen. Dafür reicht's noch nicht. Es ist zwar leerer geworden und es gibt hier die große Befürchtung, dass viele von den At-Home-Workern, also die jetzt zu Hause arbeiten, gar nicht mehr zurückkommen werden. Weil ich meine, die brauchen dann nicht mehr in die Stadt commuten, die sitzen zu Hause und die Firmen sparen sich die Mieten. Also hier wird es schon diskutiert, was mit der Stadt Nein, das wird auch Stadt ganz, passiert. Ganz interessant, wie es in New York City wird. Und nach einem Jahr habe ich morgen sogar eine In-Person-Tour, ne? Ja, also es wird der Hammer. Ich freue mich so. Ja. Wir sind Hütle. Wo sind wir jetzt? So, jetzt kommen wir hier auf Page Street und sind dann fast schon beim Weißen Haus. Genau, also und dann sagt man auch, dann sagt man Ciao mit dem Blick aufs Weiße Haus, verabschieden wir uns dann. Danke jetzt schon mal an all die über PayPal oder bei mir coffee.com/holidaytours uns 1 Euro, 2, 3, 9, 15, 20 durchgeschickt haben. Hey, 1 Euro hilft, eine Hand wäscht die andere. Wir präsentieren euch tolle Sachen. New York City, zurzeit sind wir in Washington D.C. Nächsten Montag dann
sind wir in einer ganz tollen Brauerei in der Jersey Girl Brewing Company. Da ist dann die Christina natürlich auch live dabei, aber nur am Computer. Genau. Ja, das gucke ich mir natürlich unbedingt an. Da gibt es so viele tolle Sachen. Gerade so Microbreweries sind hier ja ein großes Ding. Und ja, jetzt der Zaun, sieht man schon, hier wird natürlich, die Stadt nutzt es im Moment auch aus, zu reparieren. Dadurch, dass das alles leer ist, alles zu ist, alles gesperrt ist, kann man natürlich auch mal lang überfällige Reparaturen machen. Ich meine, die Stadt ist über 200 Jahre alt, was für Amerikaner sehr alt ist. Ja, und da wird das ein oder andere schon mal baufällig. Und jetzt sehen wir gleich das Weiße Haus. Genau, da sind wir gleich da vorne. Und da waren ja bis vor kurzer Zeit noch ganz viele Bilder an diesem Zaun. Genau, hier waren die großen Black Lives Matter Proteste. Ja. Deshalb ist hier auch der Lafayette Square, der Präsidentenpark, abgesperrt. Und hier an diesem Zaun haben wir normalerweise, waren viele schwarze Künstler, Aktivisten, die also tolle Kunst da ausgestellt haben. Wow. Und die ist jetzt abgenommen worden. Ich habe es gerade auch erst zum ersten Mal gesehen. Die wird gerade alle gesammelt und soll ein eigenes Museum geben, was sich der ganzen Bewegung dann widmet. Und mit diesen, Bildern, die wir jetzt hier noch sehen. Ja, wir sehen jetzt hier ein paar, die hier noch an den Wänden der Kirche sind. Ja. Also wo schwarze Künstler sich verewigt haben und ihren Protest zum Ausdruck. Super interessant. Also da sind ein paar Bilder, finde ich, ganz, ganz toll. Und das ist überhaupt eine berühmte Kirche. Das ist die St. John's Episcopal Church, die in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus, also das Weiße Haus ist jetzt da, wo mein rechter Arm hinzeigt. Und dann diese Kirche ist hier, das heißt, Präsidenten gehen einfach von da hier rüber. Deshalb heißt sie auch The President's Church. Also viele Präsidenten gingen hier oder gehen hier zum Gottesdienst. Wow. Und hier hat auch wirklich, gibt es eine President's Bank, also in der die Präsidenten normalerweise auch sitzen. Okay. Ja, jetzt sind wir dann ganz, fast ganz schon. Ganz, Peace be also wirklich coole Bilder. Also sieht ganz, ganz toll aus. Farbig, ja, sehr, Lebensfreude vermitteln, der positiv in die Zukunft schauen. Genau. Tolle Sache und dann halt der Zaun. Aber so ist es. So, da haben wir jetzt Demo noch. Damit schließen wir dann Washington gerecht. Und den Blick aufs Weiße Haus. Damit schließen wir ab. Einmal kurz der Blick auf die Demo. Und da habt ihr jetzt auch gerade aus einer, wahrscheinlich aus dem südamerikanischen Fernsehen, hier die Reporterin, die wird gefilmt, wie sie erzählt, dass sich hier Leute treffen, die dafür kämpfen, dass sie Amerikaner werden können, beziehungsweise dass es mit dem Immigration Law besser wird. Interessante Sache, ne? Dann haben wir natürlich hier auch Polizei. Die passen auf, dass das alles mit guten Dingen abgeht. Ihr seht einen großen Unterschied zu den Demos in Deutschland. In Deutschland bräuchten wir jetzt für die Anzahl der Leute fünfmal den Platz, weil jeder wirklich seine 2 Meter Abstand hält. Zumindest so, wie ich das immer auf den Nachrichten sehe. Ich ziehe jetzt auch gleich direkt meine Maske an, damit hier Ja, und hier sind die Leute wirklich aufeinander. Und jetzt machen wir uns darüber auf die andere Aber jeder Seite. Trägt brav die Maske. Das müssen Washington ist sehr gut also, mit Maske tragen. Ich muss jetzt da wirklich einen Stein für Washington brechen. Also die Zahlen sind auch gut. Toi, toi, toi. Wir hoffen, dass es so bleibt. Genau, das ist und perfekt. Da haben wir dann abschließend das Bild aufs Weiße Haus. Wow. Das sollte jetzt auch nichts Negatives sein, gell? Also. Das weiß ich. Oh, da fährt mein Auto. Nee. So, lassen wir uns nicht überfahren. Und da schauen wir nochmal aufs Weiße Haus. Dann komme ich nochmal kurz ins Bild. Und dann sag mal Servus und Ciao. Also der Zaun ist halt da. Wenn wir nah genug hingehen, vielleicht kriegt man es hin, dass sich die Kamera einstellt und euch zeigt, was dahinter ist. Jetzt wird's scharf. Vorher konnte man noch bei diesem Reiter direkt dahinter gehen, wo die Fahnen sind. Da konnte man sich das Ganze noch anschauen. Mittlerweile ist es leider nicht mehr möglich. Aber der Blick war nochmal ganz toll. Erstmal, hey Christina. Ich bedanke mich, dass du mich auf Vielen Dank. Du hast es super gemacht. Danke. Gebt Kommentare ab, schaut bei der Christina auf die Facebook-Seite. Washington-behindthescenes.com. Und dann gibt es natürlich die Webseite.
Genau. Die schreibt man euch in die Kommentare nochmal rein. Und ich zeige euch jetzt nochmal Olli. Und ich packe mir jetzt auch meine Maske drauf, natürlich. Da ist er. So, liebe Leute, jetzt bin ich im Bild. Liebe Leute, Olli Day Tours sagt danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 2 Tage Washington DC. Gestern, heute waren wir live für euch unterwegs. Es gab eine kleine Überraschung. Heute früh war ich ja bei meiner 16 Kilometer Joggingrunde. Da habe ich mich kurz live gemeldet und habe einen Film reingestellt, wo ihr meiner Joggingrunde folgen könnt. Der ist richtig cool geworden. Zum anderen freue ich mich, Jersey Girl Brewing Company, nächsten Montag. Dann sind wir zurück in New York City. Und wenn jetzt einer zugeschaut hat und sagt, hey Olli, ich will, dass du für mich nach Boston gehst. Mensch, sponsert mich und ich gehe für euch nach Boston. Sponsert mich und ich fliege für euch nach Hawaii und film für euch. Aber nein, nach Hawaii gehe ich nicht, weil da gibt es kein Bier. Also dann, liebe Leute, wir sagen Servus und Ciao. Da nochmal das Weiße Haus, die Christina. Und ja, macht's ganz gut. Es war super, dass ihr dabei wart. Seid wieder dabei, wenn es wieder heißt, wo auf der Welt ist Olli heute. Pfiat und ciao.